Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Schöne Grüße aus Leipzig. Ein kurzer Impuls dazu, wie du nach erfolgten Sitzungen dich einmal ganz kurz wieder selber, man könnte sagen, energetisch detoxen kannst. Viele Fachleute leiden ja nach dem Kontakt mit Menschen darunter, dass sie da natürlich zu viel aufgenommen haben von denen. Möglicherweise gehörst du auch dazu, dass du das Gefühl hast, du nimmst irgendwie nach den Sitzungen immer was mit oder mit nach Hause. Und das macht auf Dauer natürlich ein bisschen mürbe und auch schlapp und müde und kaputt und so. Und das wäre ganz gut, auf einer mentalen Ebene sich da so eine Art mentalen Mülleimer anzulegen, wo man dann also vorbeigeht und die Dinge, die man da vielleicht zu viel übernommen hat, wieder loszulassen, weil es ist natürlich so, dass die ganzen Themen von anderen Menschen uns auch alle berühren, vor allem wenn wir empathisch und zugewandt sind. Aber es gibt auch eine andere feinstoffliche Ebene, die energetische Ebene, auf der das eben auch eine Rolle spielt. Und da kommt eben jetzt zum Beispiel das Element Erde oder Wasser ins Spiel. Barfuß laufen und so, das ist auch sehr gut, ne? Also weil wir sonst mit den gummierten Sohlen den ganzen Tag über abgeschnitten sind von Mutter Erde oder in den Gebäuden mit Stahl, Beton und so weiter, sind wir nicht geerdet. Da wäre das mal ganz gut, aber nicht jeder hat gleich irgendwie eine Wiese oder einen Garten vom Haus. Da geht es dann schon los und auf einer voll gepieselte Hundewiese möchte man auch nicht. Also von daher muss man mal gucken, wie man das macht und was ist realisierbar. Was aber jeder machen kann, und das ist ganz simpel, ist A, entweder nach Feierabend sich ein wunderbares Badewasser einzulassen, sowas wie du das jetzt gerade hier siehst, und dann aber dazu noch ein gutes Himalaya-Salz, so ein paar Brocken mit dazu. Das zieht, das wissen wir aus dem ganzen schamanischen Ritual auch und so weiter, das zieht wirklich Informationen raus, bindet Informationen und ja, reinigt einfach. Wenn das aber dir too much ist oder du vielleicht nicht, manche haben ja gar keine Wanne mehr im Haus, ja, dann gibt es zumindest eine kleine Abhilfe, auch für den Alltag, ja, kannst du, wie du jetzt gleich hier siehst, einfach an den Hahn gehen und die Arme unter das Wasser halten, die Unterarme, die Hände, weil da laufen ja die Meridiane auch aus. Also so richtig schön über die Unterarme und auch über die Hände, weil hier laufen ja die Meridiane aus. Und wir wissen ja von der ganzen Kaltwasserbehandlung, auch die ich hier schon mehrfach thematisiert habe, dass das schon mal sehr, sehr gut ist zur Aktivierung. Du kannst auch die Hände dann richtig, die Finger richtig so ausstreichen und dir dann auch mental dabei noch vorstellen, dass du da im Grunde alles, was überschüssig ist, mit rausstreichst. Und das kannst du im Grunde nach jeder Session einfach mal machen und dabei vielleicht auch die Hände, den Kontakt der Hände richtig spüren. Also dazwischen hier, was zwischen deinen Händen los ist, das mal zu spüren. Das ist auch sehr, sehr gut, um wirklich mal zu entladen. Und genau, und dann kannst du einfach mal nachspüren, wie sich jetzt das anfühlt im Vergleich zu vorher. Und das macht für viele Menschen schon einen deutlichen Unterschied, die da ein bisschen sensibel sind, die merken das und merken einfach, dass jetzt ein anderes Feeling im Körper, durch den Körper geht. Wenn du das möchtest, kannst du das mit den Füßen natürlich auch noch machen. Auch wenn dir das jetzt vielleicht komisch vorkommt und da, du damit eigentlich gar nicht so viel anfangen kannst und wenn du das vielleicht für Quatsch hältst, sogar lade ich dich ein, es einfach mal zu versuchen. Einfach mal nach jedem Termin das mal zu machen und mal gucken, was das mit dir macht. Wir wissen einfach aus allen Kulturen, da hat das Wasser immer einen sakralen Status. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass wir alle aus dem Wasser kommen, also das ganze Leben auf dem Planeten und wir natürlich auch aus dem Fruchtwasser, sondern es hat auch eben was damit zu tun, dass Wasser eben verschiedene Eigenschaften hat, von eben zum Beispiel Informationstransport oder Informationen mit wegzunehmen und dieser reinigende Aspekt eben im doppelten Sinne. Und das wussten alle alten Kulturen, deswegen haben die das Wasser überall verehrt. Und da lade ich dich einfach zu ein, das auch mal wirklich auszuprobieren. Und ja, wünsche dir dabei viel Spaß und gute Entladung. Schöne Grüße aus Leipzig. Jörg Fuhrmann. Tschüss.